Ich habe echt keinen Plan. Ich meine, sie schafft es nicht bis darüber. Ganz im Gegenteil, sie schafft es einfach nicht. Oh. Man kann sich natürlich auch blöd einstellen, so wie ich. Aber naja, dann mach hurtig weiter. Wo sind wir eigentlich hier? Das ist irgendwie wie so eine sanitäre Einlage. Einrichtung. Gut, mein mega epic Fail habt ihr gerade alle mal nicht gesehen. Es ist schon echt peinlich, dass ich so lange dran gebraucht habe, um einfach mal runter zu springen. Schon peinlich. Aber nun gut. Ist ja alles live. Und da kommen solche Probleme mal vor. Huch, was geht denn jetzt ab? Jackpot! Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merk, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe, wieso? Dieses Training, Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig wie im Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Was ist der? Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Fels, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Das sehe ich aber genauso. Ich möchte nämlich nicht gerade erwischt werden. Der Punkt flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nicht wie raus. Verflucht! Das sind aber jetzt keine Runner, oder? Runner-Cops. Nee, oder? Boah, ey, was ist denn das hier für eine Hanswurst? Das geht ja mal gar nicht. Oh oh. Das sind mir allmählich zu viele. Das sind mir definitiv zu viele. Ich glaub's ja nicht, ey. Jetzt habe ich solche springenden Hüpfer auf dem Arsch, oder was? Ey, ich glaube, jawohl. Das gefällt mir jetzt so ja nicht. Total unter Stress stellen die mich, ey. Das geht doch nicht. Das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Los, schnell ab durch die Mitte. Bitte Tür zu. Puh. Puh. Ganz schlecht, ey. Ganz schlecht. Boah, ey. Sieht ja mal ja nicht. Cops, die jetzt auf meinem Niveau sind. Oh, nee. Das gefällt mir mal gar nicht. Schon. Ist endlich oben. Ich will raus aus dem Fahrstuhl. Diese Fahrstuhlfahrten, die nerven richtig.
Aber zumindest ist er gut aufgehört, wenn sie dann da rausgeht. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass die Cops trainiert werden. Naja. Ha, da war eine rote Tür. Ha. Wo soll ich jetzt lang? Da lang. Immer da lang, wo es rot ist. Immer da lang. Dann hoch. Für mich hört sich das gerade so an, als ob wieder diese Sprinter... Ja, spring daneben, dass diese Sprinter-Cops mir wieder am Arsch hängen. Das sieht ja nicht, wo war der letzte Safe. Extra laut dann noch aufgedrückt, damit die Tastatur auch wirklich das macht, was ich möchte. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Oh oh. Na! Ah, ist ja gut. Ja, schick. Spasten, Alter. Merke, nicht stehen bleiben bei denen. Die sind ganz böse. Warum auch immer die unbedingt was gegen mich haben. Keine Ahnung. Warum wir Runner jetzt verfolgt werden, ist auch eine gute Frage. Wo ist denn jetzt hier was? Rotet? Da ist was. Hey! Klar, Tipps sind immer gut. Bist du an den Schienen? Lass dich mitnehmen. Jetzt versuchen. Natürlich dann. Gute Arbeit. Oh, doch nicht. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Besser wert. Ich nehme dies. Ja. Dann ihm nicht zu Ende sprechen. Bitte, stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Ah, es wäre wohl sehr sinnvoll, da rein, heimlich reinzukommen, denn... Was soll der Mist? Ich muss zu diesem Schiff. Es sind einige Formalitäten erledigt. Dann können Sie weiter. Das könntest du blinder Passagier spielen, Faith. Schnell, bevor er weiterfährt. Wo ist er denn? Ja, ja. Blinder Passagier ist eine sehr gute Idee, nur leider müsste man dafür erstmal hinkommen. So. Das schafft sie sicher nicht dahin. Okay. Und das war's. Einmal den toten Sprung. Ich glaube nicht, dass sie das bis da hinten hinschafft. Das dachte ich mir, sie hätte es eigentlich greifen können, aber ist ja auch real. Wo soll ich denn jetzt eigentlich bitteschön hin? Ich meine... Okay, das hätte mir natürlich vorher einfallen können. So, und dann einmal abholen, schick. Und einmal an die Regenrinne runterrutschen. Ja, ja, scheiß drauf. Komm lieber wieder zum Bewusstsein. Und da haben wir es. Geschafft. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich dahin aufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Da sind eine Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Hört sich nicht gut an. Kampf. Nicht gut. Nicht gut. Schön an den Fingern rumspielen hier.
sind ja genauso ätzig wie diese Fahrstuhlszenen. Okay. Scheint wohl angekommen zu sein, oder? Wenn nicht,